Ja, hallihallo Leute und willkommen zurück. Heute in dem Video geht es um ein Account Update. Wir können jetzt mal kurz nachgucken. Ich bin 348 Tage online, also habe mich eingeloggt. So lange spiele ich. Die Belohnungen sehen wir hier, ist ja nichts Besonderes. Was machen wir jetzt? Also als erstes gehe ich einfach mit euch mal die Loadouts durch. Das ist das Loadout, was ich momentan noch sehr gerne spiele und gut getestet habe. Sehr guter Pistolenschaden. Die Kokosnuss, da steht zwar 136%, sind aber nur 36% mehr Damage. Aber die Kokosnuss ist das Beste, was ihr benutzen könnt, um euch zu heilen. Denn die halt über 100.000 HP mit einer Kokosnuss. Also zwei Kokosnüsse sind wir meistens voll. Das hängt davon ab, was für einen Charakter ihr habt und wie viel HP der hat. Und super einfach. Mehr Schaden, perfekt. Haben wir hier halt noch ein bisschen Revolver, ne? Das sehen wir hier. Präventivschlag. Was viele nicht wissen, Präventivschlag, es steht ja 6,5%. Darauf komme ich jetzt zurück, weil ich das letztes Mal jemandem erklärt habe. Wir müssen immer den ganzen Text lesen. Da steht in dick und fett für jeden Helden. Ja, also wir haben nicht nur 6,5%, sondern wir sehen hier rechts auf der Seite eine 5-mal. Das heißt, der Bonus wird 5-mal gerechnet, weil wir haben 5 Helden, die über Stufe, also über 4 Sterne sind. Ja, so viel dazu. Das ist mein erstes Loadout, was ich momentan viel spiele. Dann kommen wir hier zu meinem Konstrukteurbild. Das kennen die einen oder anderen schon aus dem Konstrukteurbild, was ich bereits vorgestellt habe. Ich erzähle da jetzt gar nicht viel zu. Wer möchte, kann gerne ein Video schauen, wie man damit alles solon kann, ohne wirklich was unbedingt töten zu müssen. Eins meiner Lieblingsbuilds hier, die Pistolen. Mit der Beetlejuice natürlich. Wieder Präventivschlag, weil wir wollen ja One-Shotten. Und mit der Weißkopfwumme, Duelland und beziehungsweise jetzt die ganz neue Waffe Jacks Vergeltung. Ist alles ein One-Shot mit diesem Bild. Ja, dann das nächste Bild wäre mein Lieblingssoldatbild. Also ich habe alle Soldatenbilds durchgetestet. Und dieses Bild ist meiner Meinung nach das Beste für Sturmgewehre. Und damit schmelzt ihr alles nieder. Bosse, Blaster, Smasher. Ist alles ruckzuck tot. Ich wechsle ab und zu den Schießwütigen hier, also den Kugelhagel-Jonesy, wechsle ich ab und zu mit der Häuserkämpferin, und zwar hier der. Ja. Mit der ist aber ein höheres Skill-Cap, sage ich mal, müsst ihr haben, weil wir haben immer nur 2 Sekunden lang den Buff, aber wenn wir die ganze Zeit Headshots verteilen, ist das mega cool. Das heißt, mit der Variante müssten wir ein bisschen mehr Skill an den Tag bringen und mit der anderen Variante haut auch viel Schaden raus und super. Also die beiden mit diesem Loadout, ihr nietet alles um. Instinkt des Jägers habe ich hier drin zum Testen immer mal wieder. Wir machen halt in der Nacht fast 48% Schaden, Bonus, also Abend und Nacht. Aber es ist halt immer nur Abend und Nacht. Und hier kommen auch verschiedene Sachen in Frage. Da ich aber ja wie gesagt ein Sturmgewehrbild habe, ist auch die Möglichkeit mit dem Präventivschlag natürlich hier. Über 30% mehr Schaden bei dem ersten Hit ist perfekt. Das nächste Bild, was wir haben, ist das hier. Das teste ich auch gerade noch mit dem Soldaten. Der haut in dieser Kombi, wie ich das jetzt habe, mit den Pistolen auch über 2 Millionen Hits raus. Echt super. Lässt sich gut spielen. Ich mag halt hier die eine in jeder Hand nicht so. Es ist nicht meine Fähigkeit, sage ich mal. Aber dafür Kriegsschrei ist super. So, allgemein, wenn wir jetzt zu meinen Helden gehen, na, den wollte ich noch leveln. Ja, wir sehen, ich habe eine Menge Helden auf 130. Eigentlich fast alle, wenn man jetzt so langsam mal runter geht hier. Unten sind noch ein paar, die sehen wir gleich natürlich auch, die sind noch nicht gelevelt. Ich benutze die auch nicht und habe auch jetzt so keine speziellen Kombos gesehen. Also die hier habe ich ja doppelt quasi, die auch schon drin. Die doppelten level ich natürlich nicht. Den könnte man mal versuchen zum Testen für den Kriegsschrei-Boni. Den haben wir auch bereits schon drin. Also hier sind ein paar Leute, die habe ich bereits schon einmal drin, beziehungsweise den Bonus davon. Deswegen habe ich die nicht gelevelt, auch wenn die mal einen anderen Skin haben. Ja, so wie der hier und so weiter. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Also in der sogenannten Weltrangliste auf Fortnite DB kann jeder gerne mal nachschauen. Da sieht, ja, was kann man da sehen? Da sieht man, was für Skizzen ich habe.
was für Helden ich habe, wie viele Ressourcen ich reingeballert habe bereits. Und es ist eine ganze Menge da vorhanden. Ich blende euch hier auch gleich mal einen Screenshot ein. Momentan bin ich in dieser Weltrangliste Platz 7, was Waffenskizzen angeht, auf Maximum Level hier. Es gibt noch nichts für Max gepirkte Waffen, dafür gibt es noch keine Rangliste, aber halt für alles andere mögliche, ja, XP, für was euch gerade einfällt und in großen Fenster möglich ist, das ist auf jeden Fall vorhanden. Ja. Und ich habe insgesamt 118 Helden auf 130. Die Kosten sind 47 Millionen Helden-EP, 23.600 Regentropfen, 6.372 Licht in der Flasche, 3.186 Auge des Sturms und 1.062 also hier die Sturmsplitter. Ja, das steckt bereits in meinen Helden drin und 7.800, also diese Trainingsmanuals. Das ist alles in diese Helden investiert, sage ich mal. Wir sehen, ich habe auch noch fast 11 Millionen EP, also ich könnte die anderen hier, wenn ich möchte, auch alle hochziehen. Weil ein Held kostet 405.000 XP zum Hochleveln. Sprich, wir haben schon mal mindestens, ja, 10 sind wären 4 Millionen, also 20, 25 Helden ungefähr könnte ich noch leveln. Sprich, ich könnte die anderen jetzt auch noch alle hochziehen. Mache ich aber nicht, weil ich gerne, aber jetzt kommen wir jetzt auch zu den Skizzen hier von mir, weil ich gerne bei den Skizzen weiter in der Rangliste oben bleiben möchte. Und da ist es immer ein harter, kämpfter Kampf. Hier sehen wir meine Skizzen auf 130. Wie viele Skizzen habe ich insgesamt auf 130? Ich habe 135 Skizzen auf Maximum Level. Ja. Und hier kann man so ein bisschen rüber gucken. Die in den Favoriten sind bei mir, sind alle fertig geperkt, bis auf jetzt hier die unten. Und die anderen sind soweit fertig. Ja, sieht man hier. Und, ne, also, die ist ein, nicht die, die wollte ich noch perken jetzt, habe ich ja auch noch. Die hier ist ein Reinfall, also die werde ich auch wieder kaputt machen, aber ich lasse die jetzt erstmal noch drin, vielleicht für den nächsten Craft-Stream, vielleicht möchte ein oder andere die trotzdem mal testen. Die Pistole ist ganz schick, aber nichts im Vergleich zu der Jax Revolte, sage ich jetzt mal, ne. Basilisk, alte Betsy, der Bär, Donnerwetterbüchse, Drachengebrüll, halt so die gängigen Waffen sind auf jeden Fall alle bei mir fertig. Ne, ein paar lustige Waffen, wie der Gewehrvollstrecker, wird nicht oft benutzt, ist aber eine sehr nette Shotgun. Der Duelland, der Jabberwocky macht übrigens jetzt nochmal mehr Schaden, also nochmal 25%. Da habe ich auch schon Kombos mit getestet, durch den neuen Blackbeard mit und der Penny, die dafür sorgt, dass Werfer Schaden machen, haben wir doppelt Schaden drauf. Mega cool. Ich muss gestehen, aber der Jabberwocky hat vorher schon viel Schaden gemacht, der macht jetzt mehr, der geht aber nicht durch die blauen Schilder, durch diese Schutzschilder, die wir haben, ja. Letzte Wort, sehr gute Pistole, was haben wir hier noch? Hier, die Jax Vergeltung, ja. Die Nocturno ist mittlerweile auch wieder eigentlich recht spielbar, besonders mit den gewissen Soldaten-Notort, was ich gezeigt habe, kann ich aber gerne ein Video drüber machen, wenn ihr das wünscht. Hier haben wir noch eine Nordmann, ne? Bin ich nicht überzeugt von und ich weiß auch nicht, ob ich die Waffe behalte oder irgendwann kaputt mache, wenn was anderes kommt. Mal schauen. Ist auf jeden Fall keine so super Waffe. Für mich. Ja. Die Peinbringer ist dagegen wesentlich besser. Ja, momentan die Quecksilber mit das stärkste, was ihr spielen könnt. Einfach aus dem Sammelbuch holen, ist perfekt. Die Ranger ist sehr stark. Dann die beiden Schwäne hier. Haben wir einmal kritische Trefferwertung und Schaden erhöht. Und die gehen momentan auch sehr gut ab, ja. Es ist halt so, dass vorzugsweise solltet ihr tatsächlich jetzt, wenn ihr die Möglichkeit habt, zwischen Magazingröße und Nachladen, Magazingröße nehmen, weil wir dadurch einfach mehr Damage letztendlich rausholen. Also ich habe die Spectre hier auch nochmal ein bisschen umgepirkt, ja. Tiger, sehr starke Waffe, spiele ich aber selten, weil ich das nicht mehr mag mit einem Sturmgewehr, so dieses Zoom mit einer Sniper. Deswegen spiele ich auch die Betsy und nicht die Verheerer zum Beispiel, ja. Eine Wildkatze. Ja, dann geht es ja auf jeden Fall zu den anderen Skizzen soweit, die halt hier nicht fertig sind, nur hochgelevelt. Einige davon sind bereits fertig gepirkt, sage ich jetzt mal. Die muss ich dann eigentlich jetzt noch upgraden in dem Fall. Ne? Und so wie hier, Candy Corn ist schon fertig. Müsste einmal Magazin noch drauf, weil das ja verändert wurde. Und dann nochmal perken. Der Bowler habe ich letztens getestet.
Den werde ich wahrscheinlich jetzt irgendwann in der nächsten Zeit auch nochmal mich drum kümmern, denn der geht tatsächlich durch die blauen Schutzschilder durch, was bisher eigentlich nur der Edelwerfer macht. Und wenn da der Bowler jetzt auch quasi mehr Schaden macht, 25%, wenn wir den Blackbeard drin haben, könnte das eine sehr gute Variante sein für Leute, die keinen Edelwerfer haben, aber den Bowler eventuell noch im Inventar. Ja. Hier der neue Speer. Und ja, was gibt's noch? Ja, also wir sehen, ich habe hier ganz viele lustige Waffen noch. Event-Waffen, Eisbiss, Elektro, Druckschneider und ihr seht's ja alles, ne? Herzensbrecher. Wie gesagt, die meisten davon sind nicht geperkt. Die, die komplett blau sind, sind meistens so schon von mir verändert, dass ich die eigentlich demnächst irgendwann nur noch hochziehen müsste. Aber das sind halt Waffen, die spiele ich nicht wirklich und natürlich im Endgame, es gibt kein wirkliches Endgame. Das Endgame besteht darin, eigentlich nur zu farmen. Und da sind Mats-Farmen eingeschlossen, Helden-EP, Skizzen-EP, alles zu leveln. Bei Helden seid ihr natürlich schnell am Maximum. Irgendwann habt ihr das erreicht, besonders durch die krassen Helden-EP-Boosts. Ja. Und allgemein, ich habe auch ein paar OG-Waffen, ein paar Doppel-Element-Waffen. Wer gerne möchte, kann mir gerne in den Kommentaren schreiben. Da mache ich auch gerne ein Video, was diese sogenannten OG-Waffen sind, wie ihr die bekommen könnt, wenn ihr schon etwas länger spielt, wenn ihr erst angefangen habt mit dem Patch. Seitdem es diese Perks gibt zum Verschurbeln, könnt ihr die so nicht mehr kriegen. Was Doppelelement-Waffen sind, wie ihr Doppelelement-Waffen bekommen könnt. Schließt auch wieder gewisse Voraussetzungen raus, aber wenn ihr möchtet, mache ich gerne mal ein Video drüber. Aber wir sehen hier so, wenn ich so langsam die Skizzen runter skille, gehe, ich habe eine ganze Menge, ja. Und ja, wie man auch gesehen hat an dem Bild, bin ich momentan Platz 7. Die ersten 10 Plätze sind hart umkämpft. Der erste, Grüße gehen raus an Daniel. Ist ein PlayStation-Spieler, sehr netter Junge. Und mit dem habe ich auch schon ein paar Runden gezockt. Und gibt halt so viele Leute in den Top-Listen für verschiedene Zwecke. Und, achso, ich habe keine P hier. Und ja, dementsprechend sind wir hier soweit auch durch. Hier werden auch noch ein paar andere Skizzen, die ich irgendwann mal hochziehen werde. Ja, ein paar Breitseiten. Die ist nicht so toll. Die haben wir schon, ne? Also ihr seht, einige Waffen habe ich schon gemaxt. Andere habe ich noch gar nie angerührt, so wie den Einschuss. Melee-Waffen so oder so nicht. Bin ich überhaupt kein diesbezüglich Fan von. Aber wenn ihr das mögt, ne, einfach leveln, ne? Die haben wir auch noch nicht hochgezogen. Ne, wir haben ein paar Sonnenuntergänger doppelt, ein paar andere Sachen doppelt. Die habe ich auch hochgezogen, die Todesschleicher. Mir war bis vor 2 Wochen nicht bewusst, dass das eine Burstwaffe war, weil ich die, seitdem ich RDW spiele, nicht ein einziges Mal angerührt habe. Was eigentlich lustig ist, obwohl ich die schon immer hatte, aber gut. Ja. Die Pulsar, die haben wir auch schon auf 130 hochgezogen. Und dann kommen jetzt halt hier noch diese ganzen neuen Eventwaffen und alles, was ich immer wieder verwerte, ja. Also skizzentechnisch sind wir ganz gut belegt. Ressourcen haben wir noch einige über zum Leveln, wie man so sehen kann hier, ne? Waffen habe ich jetzt keine XP mehr, aber gut. Man sieht den Rest halt, ne? So 32, 30.000, fast 11 Millionen und so weiter. Dann kommen wir natürlich auch zum Lager. Das Lager, das interessiert ja immer so viele. Wenn wir hier unten irgendwo anfangen, sehen wir ein paar Schrauben, ein paar Roherz. Oxy. Es ist halt so, dass ich immer eigentlich alles wiederverwerte bzw. kaputt mache. Und was heißt kaputt mache? Ich wandle das in Fallen um. Weil jetzt kriegen wir die so oder so immer komplett zurück. Und ist halt super, das einfach in Fallen zu investieren. So macht ihr erstens, habt ihr Platz im Rucksack und im Lager. Und die Fallen können wir einfach immer irgendwann benutzen oder einfach wieder kaputt machen. An sich gibt's hier halt so jetzt in diesem Sinne nicht viel zu sagen, viel Mala und so das ganze Zeug, ja. Ich hatte vor, demnächst wieder für die Battle Royale Leute bei mir hier etwas zu machen, und zwar, ich hatte mir entweder überlegt, wir machen, wenn ihr Duo gegen, also Solo gegen Duo macht, gibt's irgendwie 20 Mala von mir pro Kill, und bei Solo gegen Squad geben 50 Mala pro Kill. Könnt ihr mir gerne mal sagen, was ihr davon haltet, weil so werde ich das Mala dann auch los, sage ich jetzt mal, ne? Hier sehen wir auf der rechten Seite halt Brightcore, Sonnenstrahl, Obsidian, Schattensplitter, ein paar Effis, Speck.
Ich muss gestehen, ich habe jetzt in den letzten Tagen hier knapp 600 Speck zusammenbekommen, aus dem einfachen Grund, weil ich immer Kokosnüsse suche mit dem Helden. Und dadurch gehe ich ja in Häuser und drücke auf alles halt E drauf. Ich weiß nicht, was das auch für PlayStation oder Xbox ist, aber ich drücke halt immer E drauf und da ist irgendwie, ich krieg so viel Speck mittlerweile. Sehr cool, sehr cool. Ja, so viel war es auf jeden Fall zum Inventar. Gibt es noch irgendwas, was euch interessieren könnte? Ja, meine Sammlung ist nicht so hoch. 215 haben wir hier. Ja, ne, also ich weiß halt nicht, was ich euch nicht so zeigen könnte, sage ich jetzt mal. Ne, skizzentechnisch, wie gesagt, hier hingehen, bei den Neon-Dingern das Quecksilber rausholen. Geht der Edelwerfer auch raus? Ja, dann. Also Edelwerfer und Quecksilber, die beiden solltet ihr auf jeden Fall aus diesem Event rausholen, so schnell ihr könnt. Weil das, wie gesagt, Edelwerfer ist so oder so mit das Beste, was ihr spielen könnt als Werfer. Und Quecksilber momentan super stark. Argon-Sturmgewehr lohnt sich nicht. Der Neon-Sniper macht auch zu wenig Schaden. Die Krypton-Pistole ist vom Schaden zwar her okay, aber es gibt wesentlich bessere. Helium-Shotgun auch sehr gut. Geht auch durch die blauen Schilder, aber nicht durch die Kühlschranktüren. Da könnt ihr gar nicht durchschießen. Und es ist okay. Kann man sich auf jeden Fall auch holen, wenn man gerne mit den Shotgun unterwegs ist. Was haben wir hier noch? Windatech. Von den Windatech-Waffen bin ich von allen gar nicht überzeugt in irgendeiner Form, weil die einfach zu schwach sind. Ich habe die alle gelevelt auch schon. 130, 130. Das sind alle 130 bei mir. Die Schrotflinte ist ganz lustig, gebe ich zu. Macht einen netten AOE-Schaden. Aber abgesehen davon, naja. Melewaffentechnisch, der Raketenhammer macht viel Schaden. Windatech-Wuchthammer macht viel Schaden. Aber die haben mir den Steelwool Sid einfach kaputt gemacht mit dem Heldenpatch. Lohnt sich dementsprechend nicht. Bei den hydraulischen Waffen braucht ihr eigentlich gar nichts zu holen. Es gibt Leute, die bevorzugen die Hydra. Ich bevorzuge halt eher den Rattenkönig. Das war auch eine Eventwaffe, aber der Hammerzerstampfer. Die beiden Waffen machen mehr Schaden als die Hydra, sind aber nur halbautomatisch. Also wir müssten jedes Mal tipsen. Die Pistole habe ich auch gepirkt und gemaxt. Ist ganz lustig. Besonders weil die Sniper-Muni benutzt. Ist auf jeden Fall okay. Räuber-Eventwaffen, ja, Also, der Müllwerfer ist 1 zu 1 gleich mit dem normalen Raketenwerfer, den ihr bekommt. Und alle anderen Waffen, bis auf also hier die alte Qualma, sage ich mal, ist eine nette AOE-Shotgun, aber Donnerwetterbüchse macht, nicht Donnerwetter, Donnerkeil und Dragona machen beide mehr Schaden. Die Räuberpistole, hier die Springflut, die macht schon ordentlich Schaden, wenn man sich die holt. Ja. Und kann man auf jeden Fall spielen, wenn man so Uzi spielen möchte, sage ich jetzt mal einfach an der Stelle. Ja, heldentechnisch, wie gesagt, ich habe euch meine Loadouts vorgestellt. Der eine oder andere kann gerne meinen Loadout mal nachbauen und versuchen. Ihr werdet sehr überrascht sein, weil die eigentlich sehr gut abgehen. Ja, Item Shop können wir jetzt so nichts holen. Ja, sehen wir. Wochenshop, ja, keine Ahnung. Wenn die Nachfrage da ist, mache ich gerne Wochenshop-Review wieder, dass ich euch sage, okay, das lohnt, das nicht, etc. Aber im Grunde ist das mittlerweile selbsterklärend. Und das liegt aber an euch. Ich bedanke mich hier bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis demnächst. Bye bye.